Und das läuft. Also wieder ein neuer Stream, nur halt, dass das diesmal direkt betrachtet kein Stream, sondern ein Video ist, weil ich es nicht live mache. Ich arbeite an der Strahlenverfolgung für Minecraft. Nämlich habe ich im letzten Video gezeigt, dass ich so eine schöne blaue Welle schon darstellen konnte. Und jetzt musste ich natürlich implementieren als nächstes, dass wir auch eine Minecraft-Welt sehen können. Eine Minecraft-Welt, eigentlich egal. Nämlich, dass man die Voxel aus der Welt gerendert hat in Pixel. Und dafür habe ich naheliegenderweise ein paar neue Modelle erstellt. Einmal das Spielermodell, das erstmal, also ich arbeite nach dem Prinzip, dass ich ein minimal funktionierendes Produkt haben möchte. Das heißt, ich programmiere nicht so, dass die Modelle alle schon zukunftssicher sind, sondern ich arbeite nur so, dass gerade minimal läuft und später kann ich dann sowieso alles umstrukturieren oder neu machen. Es geht nur darum, dass ich ein möglichst früh funktionierendes Produkt irgendwie habe. Ja, das Spielermodell hat erstmal die Beschleunigung auf der XYZ-Achse. Kurze Erklärung, ich habe eine hässliche Skizze auch, die ich netterweise fotografiert habe. Sieht jetzt nicht so toll aus. Sowas hier benutze ich zum Arbeiten. Also die Y-Achse ist vom Spieler aus, also von der Kamera aus gesehen, nach oben. Die Z-Achse ist nach vorne weg. Und die X-Achse ist nach rechts vom Spieler aus gesehen. Und wir haben natürlich zwei Koordinatensysteme. Einmal das Absolute in der Welt, weil egal wie der Spieler sich dreht, eine Weltkoordinate ist die Weltkoordinate. Und dann haben wir eben das Koordinatensystem des Spielers, also der Kamera. Und das wird ja gedreht. Wenn der Spieler sich jetzt nach links und rechts dreht, dreht sich das um die Y-Achse. Ja, hier rechts habe ich oben ein kleines Modell dafür angelegt. Das enthält jetzt hier auch so Linien, aber die muss man sich als Null vorstellen. Mal gucken, ob ich auch nach oben scrollen kann. Geht das von der Performance hier? Es geht. Also wir haben einmal den Punkt, wo der Spieler positioniert ist, Position X, Y und Z. Dann haben wir einmal die Engel horizontal, also der horizontale Winkel. 0 heißt, dass er nach vorne guckt. 90 Grad heißt, dass er 90 Grad nach rechts guckt und so weiter. Dann haben wir Engel V, also die vertikale Drehung oben nach unten. Und 0 heißt nach vorne und 90 Grad heißt nach oben und minus 90 Grad heißt nach unten. Und dann haben wir innerhalb der Kamera ja noch nur, also wenn wir jetzt einen einzigen Strahl nach vorne messen wollten, dann hätten wir schon den Winkel. Aber wir wollen ja ein Bild aus vielen Strahlen erzeugen. Das heißt, wir haben nicht nur einen Strahl, der geradeaus weggeht, sondern wir haben ja so viele Strahlen, x mal y-Strahle, je nachdem, wie die Auflösung von dem Bild sein soll. Und ich bin schon so weit gekommen, dass ich mir gedacht habe, das müsste ja relativ einfach sein, wenn wir uns jetzt ein Kreissegment vorstellen, das den Winkel hier hat. Das ist dieser FOV-Einstellung bei Minecraft in den Einstellung. Das ist der Winkel von links nach rechts, wie weit die Pixel im Winkel auseinander liegen. So. Und wenn man da jetzt drüber interpoliert, also sagen wir mal, wir wollen jetzt den Pixel ganz links haben, dann ist es ganz einfach. Dann nehmen wir den halben Kamerawinkel, subtrahieren wir vom Geradeauswinkel und dann haben wir den Pixel hier nach links. Andersrum kann man natürlich den halben Kamerawinkel dazu addieren zum Winkel, wo die Kamera insgesamt hinguckt. Und dann haben wir den Pixel ganz rechts. Und ja, das ist eigentlich ziemlich einfach und das hat auch alles funktioniert. Das werde ich gleich zeigen. Dann gibt es noch ein kleines Detail, nämlich zu dem Algorithmus, über den wir die jeweiligen Strahlen ablaufen. Nämlich habe ich erstmal einen sehr naiven, einfachen Algorithmus genommen, der berechnet einfach so Schritte, kleine Schrittchen in X, Y, Z-Richtung, die werden einfach addiert und dann guckt er, was für einen Block haben wir da und dann wird das nochmal addiert und nochmal geguckt. Und wie hier dargestellt, ist der nicht perfekt, weil er dadurch durch die Schrittgröße beschränkt ist. Je kleiner die Schrittgröße ist, desto weniger Blöcke übergehen wir und
gucken durch sie hindurch sozusagen. Aber dann ist natürlich das Problem, je kleiner die Schrittgröße, desto mehr Schritte müssen wir machen, um irgendwie weit gucken zu können. Das ist also ein sehr blöder Algorithmus eigentlich, der ist nur zum Probieren, um die Winkel dann zu bekommen. Und ich möchte dann später etwas Richtiges machen. Nämlich gibt es einen Algorithmus, bei dem kann man gucken, immer wenn man jetzt zum Beispiel hier ist, ob der Strich, bevor er ein weitergeht, nochmal einen weiteren rechts durchkreuzt. Und der ist etwas aufwendiger als dieser naive jetzt hier, aber dafür sollte er perfekt sein. Also, dass man nicht durch ein paar Pixel plötzlich durchguckt und am Flackern sieht. Dann habe ich noch versucht, mir die Koordinatensysteme irgendwie darzustellen. Ist sowieso nicht so toll geworden. Deswegen gehe ich jetzt wieder in den Code rein. Also das Player-Spieler-Modell, das hat dann noch halt Position, Speed. Das mit dem Speed ist ganz einfach. Es wird der Speed auf die Position rauf addiert bei jedem Tick. Also 50 Mal pro Sekunde oder 20, ich weiß die Zahl gerade nicht. Ich glaube, 20 Mal pro Sekunde sind das, wird Position X um Speed X erweitert und so weiter. Engel H, Engel V, das ist halt der Winkel, in dem die Kamera nach links oder rechts gedreht ist oder nach oben und unten gedreht ist. 0 heißt genau auf die Mitte am Anfang. Die Chunk-Höhe habe ich gerade nicht benutzt. Dann habe ich das weitere Modell hinzugefügt und das ist nämlich zuständig für die, ja, der Name sagt schon Welt, also der enthält die Weltdaten. Und ja, so sehen die Eigenschaften aus, die so eine Welt jetzt gerade hat. Es gibt erstmal nur einen Chunk, wie bei der alten Mini-Curve-Version. Später kann man dann beliebig viele Chunks implementieren. Aber jetzt, um erstmal das Raytracing hinzubekommen, darauf liegt jetzt mein Fokus, habe ich deswegen erstmal nur einen einzigen Chunk genommen, der dann wiederholt wird. Also der unendlich weit gekachelt wird. Dann noch den Spawn-Punkt, der wird noch nicht benutzt, wie man eben gesehen hat. Dann, um im Rendering erkennen zu können, wie die Welt hier gerendert wird, weil ich habe erstmal nur für den Weltgenerator einen sehr einfachen Weltgenerator genommen, nämlich einen Flachland-Weltgenerator. Also es sind der Boden ist komplett flach und besteht aus einer Schicht Bedrock, drei Erdschichten und einer Grasschicht. Ich glaube, genauso ist das bei Minecraft auch, wenn man da Flachland auswählt. Und das wird dann befüllt. Und wir haben ein Array, das Ganzzahlen abspeichert. Das benutze ich als Speicher für die einzelnen Blöcke. Und für jeden einzelnen Block gibt es halt immer diese Zahl. Die Block-ID wird an jeder einzelnen Stelle abgelegt. Und das Array, und das ist jetzt ziemlich einfache Mathematik, die jeder Zuschauer verstehen sollte, hat eine Länge, also es hat so viele Einträge, die Breite mal die Breite, also dann haben wir schon eine Fläche, eine Ebene sozusagen, und dann das nochmal die Höhe. Und das sind genauso viele Blöcke, wie in einen einzelnen Chunk reinpassen. Ja, und damit wir eben nicht nur blau und grün sehen, also blau für den Himmel oben und grün für den Boden, ist ja schon mal interessant, immer einen Horizont zu haben, aber um auch irgendwie zu sehen, ob das gestaucht ist oder gezerrt ist, der Boden, habe ich dann noch ein Raster reingemacht. Also ich habe an der linken und unteren Kante von jedem Block, von jedem Chunk oder von diesem einen Chunk in dem Fall, eine gestrichelte Linie gemacht. Also wir gehen immer zwei weiter und erstellen dann bei x, y und 0 ist dann die z-Koordinate, y, also die Höhe 4. Der Boden ist ja auf der Höhe 4. Das heißt, dass im Boden aus Erde so Strichellinien reingemacht werden, links und unten, damit man so die Chunkgrenze erkennen kann. Und dann habe ich noch, um das etwas schöner zu machen und auch natürlich zu Diagnosezwecken, dieses Bild hier in den Boden reingebaut aus Bedrock, dass man da L3P3 drin erkennen kann im Boden. Das ist nicht nur ein Gimmick, sondern das hat auch wieder den Vorteil, dass man auch sehen kann, ob zum Beispiel das Bild links und rechts vertauscht ist oder hinten und vorne vertauscht ist und so weiter. Dann haben wir die Methoden. Ich habe das abstrahiert. Damit wir hier später das ändern können, das Modell, ohne gleich alles andere im Spiel ändern zu müssen. Hier ist eine Funktion, die berechnet aus x, y, z-Koordinaten, in welcher Position in dieser Liste wir gucken müssen.
Und das wird dann verwendet, um einen Block aus der Welt rauszuholen oder einen Block in die Welt reinzuschreiben. Beim Rausholen wird dann auch noch geguckt, ob die Y-Koordinate unter 0 oder über der maximalen Höhe ist. Und dann bekommen wir Luft. Dass es damit nicht versucht wird, in dem Array nach Blöcken zu suchen, die gar nicht mehr drin sind. Dann würde es nämlich einen JavaScript-Fehler geben, wenn man das macht. Und natürlich, wenn man nicht JavaScript benutzt, zum Beispiel C, einen Speicherüberlauf. Das wäre nicht schön. Dann habe ich hier den Renderer noch angepasst. Ich habe natürlich auch die Komponente Game und das Model Game angepasst, damit man da, wenn man zum Beispiel den Mauszeiger bewegt, den Kamerawinkel ändern kann oder wenn man eine Taste W zum Beispiel drückt, dass der Spieler dann sich nach vorne bewegt. Das ist jetzt sehr trivial, deswegen zeige ich das nicht. Wichtig ist jetzt aber, dass ich den Renderer hier weiter angepasst habe, damit er eben nicht dieses schöne dunkelblaue Wellenmuster rendert, das ich ja im letzten Video gezeigt habe, sondern damit er zumindest versucht, also man sieht schon, der Teil hier ist ziemlich gleich, damit er versucht, die einzelnen Pixel aus dieser Minecraft-Welt heraus zu bestimmen. Die Berechnung ist so, dass wir erstmal den Kamerawinkel umwandeln müssen aus diesem menschlichen Gradformat in das, wie wird es genannt? Ich muss mal kurz gucken. Es gibt ja, man hat ja vielleicht mal gesehen, dass man bei Taschenrechnern, wo man mit Winkelfunktionen arbeiten kann, da gibt es ja Deg und Rad. Also das heißt ganz einfach, dass die Winkelfunktion Sinus und Cosinus, die aus Winkeln die Beträge herausrechnen können, bei Deg erwarten die, dass der Winkel in Grad angegeben wird. Also 0 Grad, 90 Grad ist dann genau nach rechts, der rechte Winkel. 180 Grad ist nach hinten. Und das Radformat, das benutzt als Einheit nicht 180 Grad, sondern Pi. Beziehungsweise für den ganzen Kreis nicht 360 Grad, sondern 2 Pi. Und das wird auch bei Programmiersprachen und so weiter verwendet. Und deswegen kann ich hier den Winkelfunktionen nicht den Winkel in Grad angeben, sondern ich muss ihn halt in einem Vielfachen von Pi angeben. Und deswegen habe ich dann diese 80 geteilt durch 360, damit wir einen Faktor rausbekommen und dann diesen Faktor multipliziert mit Pi, also einem Halbkreis. Wir wollen 80 Grad Blickwinkel haben, heißt es hier. Dann habe ich noch, es gibt ja einen Blickwinkel X und Y, wenn man jetzt zum Beispiel ein sehr breites Bild hat oder auf ein Handy-Display das anguckt und das Handy ist zweimal so hoch wie breit, dann hätte man ja ein stark verzerrtes Bild. Damit das Bildverhältnis, das Seitenverhältnis des Bildes beibehalten wird, habe ich das so gemacht, dass diese 80 Grad Blickwinkel angewendet werden auf die breitere Bildkante. Das heißt, wenn man im Porträtmodus ist, dann gelten die 80 Grad für die vertikale Kante, also für die Höhe. Und wenn man das im Landschaftsmodus hat, dann werden die 80 Grad auf die Breite angewendet. Und die andere, die jeweils kleinere Kante wird dann mit Dreisatz ganz einfach ins Verhältnis gebracht. Also wir holen da dann die längere raus und multiplizieren das mit der kürzeren. Das heißt dieser Code hier vereinfacht gesagt. Ja, den Teil hier, man erkennt es vielleicht, ist unverändert. Wir gehen immer noch für jeden Y- und X-Pixel in der Zeichenfläche einmal das Ganze hier drin durch. Und ja, das Ganze hier drin ist jetzt zum Glück relativ kurz noch, wird später wahrscheinlich komplizierter. Lässt sich aber, wie schon gesagt, effizienter und schlauer lösen. Aber der Algorithmus jetzt funktioniert so, dass er erstmal die relative X-Position auf der Zeichenfläche bestimmt und die relative Zeichenposition auf der Zeichenfläche die vertikale relative Position. Das heißt also, dass wir hier nicht mehr abhängig sind von der Auflösung, sondern dass wir zum Beispiel bei einem Pixel ganz links dann minus 0,5 haben und in der Mitte 0 und bei einem Pixel ganz rechts haben wir dann plus 0,5. Und das gleiche gilt dann für Y. Das heißt, das können wir schön verrechnen. Wir können irgendwelche Winkel dann multiplizieren. Das machen wir auch. Der Winkel des jeweiligen Strahls wird hier berechnet, der absolute Winkel. Das heißt, wir nehmen den Kamerawinkel des Spielers, wie weit der Spieler
horizontal, also wie weit der Spieler nach rechts guckt, und addieren dazu dann den Winkel, den Kamerawinkel mal dieses Verhältnis. Tja, das heißt, hier, wenn wir es hier fertig haben, hat Engel H und Engel V schon die absoluten Winkel, die wir uns in der Welt fortbewegen wollen. Und über Sinus und Cosinus hole ich dann hier raus, wie groß die Schritte sein sollen, weil bei Raytracing wandert man ja die Welt in Schritten ab. Und in dem Fall sind die Schritte immer gleich groß. Man bewegt sich so viel nach x bei jedem Schritt, so viel nach y bei jedem Schritt und so viel auf der z-Achse bei jedem Schritt. Und diese Koordinaten sind jetzt nicht mehr abhängig vom Spieler, sondern das sind die Weltkoordinaten. Also wir bewegen uns mit jedem Renderschritt so viel in der Welt auf der x-Achse in dem positiven Bereich sozusagen. Dann haben wir hier einmal die zum Ablaufen die Koordinate, bei der angefangen wird zu prüfen. Das ist naheliegenderweise die Position, wo der Spieler auch ist. Dann zählen wir noch nebenbei mit, wie weit wir schon gegangen sind. Das ist, damit nicht endlos weit geguckt wird, sondern damit nach 100 Durchgängen das abgebrochen wird. Also damit wir beim Strahl nach 100 Durchläufen aufgeben und dann einfach die Farbe Luft behalten. Und die Farbvariable, die Variablen sind die hier. Das sind RGB, also die Werte von 0 bis 255 für Rot, Grün und Blau. Und das soll am Anfang, wenn wir anfangen, den Strahl nachzuverfolgen, erstmal die Himmelsfarbe sein. Das ist jetzt in diesem Spiel hier erstmal naiv einfach nur hellblau, unabhängig von der Tageszeit. Das heißt, wenn wir hier zu keinem Ergebnis kommen und also mit der Distanz über 100 gekommen sind, dann bricht die Schleife hier ab und dann übernehmen wir einfach die Himmelsfarbe. Dann für jeden einzelnen Schritt, den wir für einen Strahl gehen, wird erstmal die Block-ID ermittelt für den jeweiligen Block. Und als Koordinate nehmen wir unsere Prüfvariablen, unseren aktuellen, ja, unsere Position, in der wir gerade sind für diesen Strahl. Und das wird gemacht, bevor irgendwas dazu addiert wird. Das heißt, erstmal fangen wir an zu gucken, wo wir gerade sind. Dann kriegen wir da die Block-ID raus, und wenn das irgendwas anderes außer Luft ist, das heißt, wenn die Kamera in einem Block drinne ist, dann nehmen wir die Farbe. Ich habe hier noch keine Texturen implementiert, eben um das leichter zu machen, haben wir das erstmal so, dass es für jede Block-ID eine Farbe gibt und die wird dann genommen und dann sind wir fertig mit der Strahlenverfolgung. Ja, wenn wir noch nicht in einem Block drin sind, das heißt, wenn das hier Luft war, dann addieren wir zu unserer Position, die erhöhen wir um die Schritte, um den Schritt, und da wird das Ganze nochmal gemacht. Ja, soweit der Algorithmus. Das größte Problem jetzt gerade, und das ist auch der Grund, warum ich das jetzt noch nicht committed und gepusht habe bei GitHub, ist, dass der Kram hier noch nicht richtig ist. Wer hätte das gedacht? Sinus, Cosinus sieht kompliziert genug aus, und für mich ist das auch kompliziert. Ich habe nämlich vor längerer Zeit das mal gehabt und vieles vergessen und musste mir vieles herleiten. Jetzt zeige ich, nachdem ich null Zuschauer auf die Folter gespannt habe, direkt, wie es jetzt gerade aussieht. Wir haben einen blauen Himmel, das liegt woran? Man kann es hier links bereits erkennen, weil der vertikale Winkel, das ist der zweite, so hoch ist. Also wir gucken gerade 70 Grad nach oben und 154 Grad nach links. Wenn ich jetzt den Mauszeiger in die Mitte bewege, müsste links 0 stehen. So. Etwa. Das heißt, wir gucken jetzt genau nach vorne der Z-Achse entlang und etwa 70 Grad nach oben. Und unsere Spielerposition, die steht da drüber, XYZ. Sollte vermutlich Position durch XYZ mal ersetzen, weil ich immer wieder Probleme habe, das auf einen Blick zu erkennen. Naja, jetzt kommt der spannende Moment, ich gucke nach unten. Und da haben wir es, wir sehen etwas. Wenn ich genau nach vorne gucke, ah, das liegt daran, dass wir über dem Boden schweben. Wir sind da bei Y30. Also der Horizont ist da und hier sehen wir die Blöcke. Und ich habe die Auflösung ziemlich gering eingestellt.
Ich kann die auch höher einstellen, aber dann ruckelt das ziemlich. Das liegt daran, dass eben dieser Laptop hier ziemlich langsam ist und dass wir jetzt noch aufnehmen. Das heißt, jetzt wird das wahrscheinlich noch viel, viel, viel langsamer sein. Jetzt erkennt man aber auch dafür etwas besser, was jetzt hier auf dem Boden steht. Hier erkennen wir unser Raster wieder. Ich pausiere mal kurz, damit ich hier die Mauszeiger bewegen kann. Jetzt wird auch nicht mehr gerendert. Deswegen ist es jetzt auch etwas flüssiger. Also hier erkennen wir diese beiden Linien, die ich vorher genannt habe. Hier ist die Koordinate 0, 0 im jeweiligen Chunk. Und dann immer jeden zweiten weiter wurde hier ein Erdblock platziert. Und hier erkennen wir dann halt, wie derselbe Chunk wiederholt wird, immer hintereinander gekachelt wird. Und hier ist unser L3P3. Ja, jetzt stelle ich die Auflösung wieder etwas geringer, damit ich das hier einigermaßen flüssig benutzen kann wieder. Man kann ja erahnen, was man sieht. Und ja, soweit scheint das jetzt zu funktionieren. Und auch wenn ich jetzt nach links gucke, man sieht, es funktioniert immer noch. Ich kann nach hinten gucken, keine Verzerrung. Der Horizont bleibt immer schön gerade und es ist auch nichts irgendwie großartig verzerrt auf dem Boden. Warum habe ich es also noch nicht gepusht? Wo ist das Problem? Das Problem kommt, wenn ich nach unten gucke, und da kann mir jetzt irgendjemand, der in Mathematik sehr, sehr gut ist, vielleicht helfen. Je weiter ich nach unten gucke, desto mehr wölbt sich die Welt unter der Kamera nach oben. Also es ist so, ich benutze mal das sehr gute. Ach nee, erstmal pausiert natürlich. So, damit die Kamera sich nicht weiter bewegt und hier das Bild gerendert wird. Dann hat sich irgendwann mal Paint geöffnet und wenn ich jetzt hier Paint irgendwann mal geöffnet habe, Stunden später, so. Also, wenn wir hier jetzt die Kamera haben, ich weiß noch gar nicht, in welchen Richtung die guckt, so, sagen wir mal von oben, wir gucken von unten auf die Kamera rauf. Die Kamera guckt nach unten und was jetzt hier gerade leider passiert, ist, dass die Welt nicht flach ist, sondern dass die Welt sich unter der Kamera nach oben wölbt. Ja, richtig tolle Skizze. Tja, das heißt, ich muss irgendwie diese Wellenfunktion hier nochmal anders umstellen, irgendwas anders machen. Ist leider für mich ziemlich kompliziert, weil ich mir das halt mit Händen und Füßen selbst herleiten muss, weil ich die ganze Theorie dann nicht so ganz im Kopf behalten habe. Vielleicht auch gar nicht so ganz gelernt habe. Ja, das ist soweit der Zwischenstand. Ich kann ja mal zeigen, dass man sich hier immerhin rumbewegen kann, obwohl jetzt, also das ist das Einzige, was jetzt hier gerade mich stört. Großartig ist diese Wölbung, das mit der Kamera. Aber die Bewegung funktioniert. Also ich kann ja zum Beispiel nach unten mich bewegen. Ich kann mich nach vorne bewegen. Ich kann hier nah rangehen an das E. Das mache ich mal. Das dauert natürlich trotzdem lange, weil der Rechner gerade langsam ist. Dass das so wackelig, so verzerrt ist. Das liegt an dem Algorithmus, dass ich immer, das habe ich ja eben gerade gezeigt in der hässlichen Skizze, dass ich immer in gleich großen Schritten weitergehe und dadurch Dinge überspringe. Und je nachdem, wo man gerade sich positioniert, erwischt man den oder den. Und das ist der Grund, warum wir hier diese Wellen haben, warum das so zickzackartig fast schon ist. Und wenn ich jetzt die Schrittgröße verkleinere, also wenn ich jetzt hier hinter die Sinus- und Cosinus-Sachen jetzt dahinter schreiben würde, mal 0,5. Das muss ich dann aber für alle machen, weil natürlich das sonst auf einer Achse verschoben ist. Denn das sind ja die Schritte, das wird ja dazu addiert mit jedem Mal nachgucken. Dann wird unsere Sichtweite deutlich geringer sein, nämlich nur 50 sozusagen, weil wir nur halb so große Schritte gehen und die Anzahl der Schritte gezählt wird. Die Performance soll jetzt genau gleich sein, wir haben jetzt nur eine geringere Sichtweite. Und wenn ich jetzt runter gucke, was war das? Stand da im Infinity? Ach nee, das habe ich wahrscheinlich gehardcoded irgendwo. Ah ja, dinf, ja. Ja, hat mich gerade verwirrt. Also jetzt sehen wir, es ist deutlich weniger wobblig sozusagen, weil wir jetzt nur halb so große Abstände zum Checken der jeweiligen Blöcke haben. Ist also etwas schöner. Aber man kann den Effekt immer noch sehen. Das sieht man besonders gut, wenn man jetzt hier diese Linie sich anguckt. Diese, also die sollte eigentlich gerade sein, auch wenn man weiter nach unten guckt. Wenn ich aber allerdings jetzt nach unten gucke, wenn ich die mal erstmal wiederfinde, so, je weiter ich nach unten gucke, desto weiter dreht die sich nach rechts weg. Ah, kann man schon einiges drüber sich herleiten. Naja. So, das war das Video, das ist der Zwischenstand und
Das ist natürlich noch lange nicht so gut wie das alte Minecraft, geschweige denn das echte Minecraft. Ich werde aber weitermachen und ich habe schon die Hoffnung, dass mir irgendjemand dabei helfen kann, wie ich das hier richtig bekomme. Und ich bin mir sicher, es ist nur der Kram hier, der gefixt werden muss. Der Rest ist wahrscheinlich richtig. Und das war's.